während hier der noch anzeigt, dass das Ganze eingerichtet wird. Ich warte noch eben, bis das Bestätigungsfenster kommt und dann konzentriere ich mich ganz auf dich. Genau, ich sehe uns beide auf dem Bildschirm. Dann gehe ich jetzt, gut, das kann hier so bleiben. Dann wechsle ich jetzt wieder zurück zu dir ins Zoom-Fenster und sage nochmal ganz offiziell herzlich willkommen, lieber Andreas. Danke für deine Zeit und für deine Bereitschaft, heute Abend mit mir hier in diesen Live-Raum zu jumpen. Wir gestalten ja schon regelmäßig Räume zusammen, in dem es immer um ganz viel, ja, radikale Ehrlichkeit, Spiegel, Authentizität, aber auch Durchfühlen von tiefen Gefühlen geht. Und du hast heute Abend ja gesagt, hier komm Manuel, just fucking do it. Klar, gehen wir direkt live. Ich erzähle mal ein bisschen was, warum ich eigentlich hier bin und was wir hier so machen. Wie ist die Idee für heute Abend entstanden, Andreas? Weißt du es noch? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr, wie es entstanden ist. Ich glaube, du hattest mir auf irgendeine Sprachnachricht, eine Voice, hattest du mir irgendwie geantwortet, irgendwie, und dann hattest du da irgendwie den Impuls mit dem, dass wir zusammen ein Live-Interview machen möchten, können, für uns beide, und natürlich, dass es nicht nur von dir kommt, sondern auch von mir, dass ich das auch in mir spüre, dieses Hell Yes, da ein Interview zu machen. Und dass es halt einfach keine Kopfgeschichte wird, sondern einfach ja, fühlen, weil ich ja das Ganze geschrieben hatte nach deiner Voice, so, lieber Manuel, das fühlt sich unheimlich gut an mir. Das fühlt sich so warm an in meinem Körper. Ja, es ist auch etwas, was ich in meinem Leben lange nicht irgendwie sagen konnte, weil ich einfach ja sehr gerne mein Leben lang immer durch den Kopf. Oder ich sag mal, dass ich mich von meinem Kopf begleiten lassen habe. Und ja, dass ich das da in dem Moment einfach richtig gefühlt habe, dieses fucking Hell Yes, dieses Warme in mir, in meinem Körper zu spüren, dass ich da einfach richtig, richtig Bock habe auf dieses Live-Interview mit dir, Manuel. Und da danke ich dir auch von Herzen, mich da eingeladen zu haben und dass wir heute Ja. hier sind. Ich freue mich, dass du geduldig warst. Mein Essen hat ein bisschen länger gedauert zu machen, deswegen sind wir jetzt ein bisschen später dran. Aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, denn was mir so gut gefallen hat, Andreas, war, ich sage mal, bei uns, ich nenne es jetzt einfach mal so, hat sich ja in den letzten Wochen so eine richtige Liebe irgendwo entwickelt, im Sinne von du siehst mich, ich sehe dich, und da ist eine ganz tiefe Wertschätzung irgendwo entstanden. Aus der, ja, gemeinsamen Reise, die wir miteinander gehen, und du bist der Klient bei mir in meinem Langzeit-Coaching-Programm. Seit Jahresanfang kennengelernt haben wir uns, war das 2 oder 3 Jahre her? Weißt du das noch, wann das fest war Also wir haben beim. jetzt 2024, ich glaube 2020 oder so, oder 2021, Juni, Juli rum, haben wir uns auf einer Eröffnungsfeier kennengelernt gehabt. Das war in Bayern, in Pleinfeld. Das war irgendeine Eröffnungsfeier von so einem Lebensgemeinschaftskulturverein, Moksha Movement hieß das. Ja, und da haben wir uns halt natürlich kennengelernt. Ich habe dich kurzweilig gesehen, du hast mich gesehen und ja, dann sind wir uns erstmal aus dem Weg gegangen und Genau, ich später, habe dich erstmal in eine Schublade gesteckt. genau, erstmal in eine Schublade gesteckt. Ja, was hast du denn in dem ersten Moment für mich gedacht, als du mich gesehen hast? Also, du hast dich heute Abend jetzt auch entschieden, hier mit nacktem Oberkörper in dem Call zu sein. Du machst ja gerne Sport und wie ich dich kennengelernt habe, kümmerst dich gut um deinen Körper. Das heißt, du trainierst gerne, pflegst deinen Körper gerne. Und ich habe dich damals eben kennengelernt und ja, warst da gut gekleidet, warst auch irgendwie gut frisiert und hast einfach auf dein Äußeres Acht gegeben. Bist ja damals dann auch gerade mit deiner Ex-Partnerin zusammengekommen und ich habe dann nur so gedacht, ach, was ist denn das für ein Schönling? Was hatten die sich da für einen geangelt? Weil du relativ, oder ich habe dich relativ, ja, introvertiert erlebt und gleichzeitig bist du aber halt jemand gewesen, der halt direkt auffällt, einfach dadurch, dass du halt, ja, gepflegt auf dein Äußeres achtend, irgendwie halt da bist und präsent bist. Also du bist keine Person, die man jetzt übersieht, sondern ich habe dich wahrgenommen, aber gleichzeitig habe ich nach einer Schublade gesucht, weil ich jetzt irgendwie gedacht habe, okay, was willen die jetzt von dem und was will der jetzt von ihr? Und okay, ich kenne den nicht. Ja, irgendwie so ein
Also ich wusste einfach nicht irgendwie, was ich mit dir anfangen soll, so ungefähr. Und dann haben wir uns irgendwie, ich glaube, wir haben auch gar nicht so viel auf der Party miteinander zu tun gehabt und irgendwann sind wir uns dann wieder über den Weg gelaufen. Weißt du noch, was das für ein Anlass war? Der Anlass war, dass ich also wie du gerade schon erzählt hattest, ich hatte ja auf dieser Veranstaltung, auf dieser Eröffnungsfeier jemanden kennengelernt gehabt. Ja, mit dieser Person ich dann nach ein paar Monaten, ich glaube 2 oder 3 Monaten Kennenlernphase zusammengekommen bin und ja, ich dann irgendwann mittendrin in dieser Beziehung mich gefragt habe, ob ich das wirklich von Herzen aus möchte oder ob das hier wirklich eine Popgeschichte ist, was ich hier quasi führe und quasi so mit mir so einen gewissen Selbstbetrug vormache, mich selbst belüge und ich einfach meinen Gefühlen, meinem, ja, ich sag's jetzt mal, also rein meinem Gespür nach einfach nicht vertrauen konnte, weil ich einfach immer nur im Kopf gewesen bin und ich mir einfach nur die Geschichte geglaubt habe. Ja, es wird schon, das ist schon richtig so. Ich muss mich irgendwie verändern, dann passt es schon so, dann wird die Beziehung wieder wirklich so, wie sie eigentlich sein soll. Und ja, irgendwann, ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich halt irgendwie einfach nur irgendwie mitschwimme im Leben. Also ich, dass ich mich einfach irgendwo anpasse. Aber nie so richtig wirklich so, dass ich sage, jo, wirklich, das ist diese Beziehung, wo ich sage, dafür gehe ich all in. Was ich auch gegangen bin, muss ich dazu sagen. Also in dieser Beziehung, ich habe ja quasi alles abgerissen gehabt in Nürnberg, Bayern, da komme ich ja ursprünglich her. Man hört es ja vielleicht ein bisschen an meinem Akzent oder beim Dialekt. Ich bin waschechter Franke. Man hört es. Und ich habe da halt alles quasi platt gemacht in Nürnberg, habe dort quasi alle Schotten dicht gemacht, bin nach Hofeld gezogen zu ihr und ja, habe dann 3 Jahre lang diese Beziehung geführt und das aus einem, nicht aus einem guten Gefühl heraus, sondern einfach nur aus einer Kopfgeschichte heraus, weil du kannst Liebe nicht denken. Du kannst Liebe nur fühlen. Wenn du keine Liebe fühlst, aber nur denkst, das führt ins Nirgendwo. Also ich habe mich da so total verloren gehabt und mir eigentlich gefühlt, also ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, soll diese Beziehung wirklich sein, soll sie nicht sein? Und aber ich habe es mir immer wieder geglaubt und ich habe mir immer wieder gesagt, so und erst, es wird. Und ja, ich habe mir wirklich, in diesen 3 Jahren habe ich mir bestimmt 50.000 Mal diese Frage gestellt. Und ich habe nie meinem Vertrauen, also meinem Gefühl vertraut und war nur im Kopf. Und ja, hat mich dann halt einfach so weit gebracht. Manuel, irgendwann habe gesehen auf Facebook, wie du dich authentisch zeigst, mit deinen Themen, mit deinen Wunden. Und dass ihr beide ja natürlich schon in gewisser Art und Weise resonieren, weil du einfach ähnliche Themen hast wie ich. Und ähnliche Wunden, dass wir beide aus einem toxischen Familiensystem stammen und da einfach gewisse Tabuthemen waren und ja, dass da halt einfach sehr viel auch unausgesprochen war. Ja, und ich dich einfach gesehen habe und mir gedacht habe, so, ich muss anschreiben, weil ich habe diesen Ruf zu dir gespürt, so, dass du mir da aus dieser Beziehung oder ich sag's jetzt mal, dass du mir da erstmal anfangs hilfst, erstmal so gewisse Impulse zu geben. Um halt einfach, weil diese Fragen, die du mir gestellt hast, als ich dich angeschrieben habe, die habe ich mir selber so noch nie gestellt gehabt. Und erst dann habe ich erst wirklich überlegt und das Ganze hinterfragt, wie sehr ich da in einer Beziehung quasi stecke und an etwas, was ich festhalte, was eigentlich schon längst, ja, also verloren ist und trotzdem einfach, ja, versucht habe, das Ganze noch irgendwie aufrechtzuerhalten, dieses Kartenhaus, aber irgendwann natürlich dann irgendwann zusammengefallen. Und ja, aber das ist halt, das passiert, das war vorausgesehen und das passiert, wenn man halt nur im Kopf denkt, ist. Und ja, jetzt darf es halt natürlich wieder sein, dass ich ja meinem kompletten Körpergefühl folge, also das, was für mich stimmig ist, was sich halt einfach leicht anfühlt,
was sich warm anfühlt und ja, ohne Widerstand vor allem. Und ja, aber da sind wir ja quasi gerade schon dran in dem Genau, Coaching einfach. bevor wir dahin schauen, mag ich gerade noch mal so an die Stelle kommen. Weißt du noch, was dich damals, was du bei mir gesehen hast oder was da das Thema war, worüber ich gesprochen habe oder was da so der Aufhänger war, wo du gesagt hast, also jetzt irgendwie muss ich mit dem mal irgendwie in Kontakt gehen? Also ich bild mir ein, ich habe das, glaube ich, sogar noch im Kopf, so dass du ja auch in einer toxischen Beziehung warst, ich glaube 2 oder 3 Jahre lang, und du da halt fest dran gehalten hast und da nicht rausgekommen bist und da halt geglaubt hast, ja, das ist, du bist da irgendwie, das ist schon diese Beziehung und hast es ja auch wieder immer wieder schön geredet und warst da auch nur im Kopf unterwegs und warst da quasi halt festgehangen. Und bist da halt nicht rausgekommen. Und ich im Endeffekt genau das Gleiche durchgemacht habe. Und genauso deswegen resonieren wir so miteinander. Und ja, deswegen musste ich dich anschreiben, weil ich mir gedacht habe, du hast einen Weg gefunden, irgendwie da rauszukommen und du kannst mir da sicherlich helfen. Und genau, das war mein Weckruf zu dir. Und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe und mich das getraut habe und ja, da einfach immer mehr zu mir selbst zu finden, meinem Gefühl nach und einfach mich nicht selbst zu belügen vor allem. Und dann haben wir einen Und Impulscall geführt. Das weiß ich noch genau. Das war, ja. das kann man überlegen. Das war letztes Jahr auch, als ich hier gerade auf Madeira war in der Zeit, als ich selber noch in einer Beziehung war, wo ich auch noch interessante, ja, wachrüttelnde Erfahrungen sammeln durfte, die super wichtig für mich waren, diese Erfahrungen zu machen. Aber freiwillig hätte ich diese Erfahrungen wahrscheinlich nicht machen wollen. Nur sind diese Erfahrungen für mich halt wesentlich gewesen, um jetzt auch hierher zu kommen und für mich jetzt, ja, diesen Weg zu gehen, wie ich ihn jetzt so gehe. Und du warst aber gerade in der Situation auch, wo du dann ja einiges hinterfragt hast. Ich erinnere mich noch genau auf diesen, das war ein Erdbeerfeld, glaube ich. Also zumindest wurden da verschiedene Sachen angebaut und da saß ich dann, weil das ein kleines Bänkchen irgendwie war und ich habe so einen schönen Meerblick irgendwie gehabt und ja, dann haben wir irgendwie so drüber gesprochen und du hast mir irgendwie so ein bisschen deine Situation geschildert und hast da irgendwie nach dem Ausweg gesucht. Weißt du noch, was dir da so am meisten hängen geblieben ist? Weil ich glaube, nach dem Gespräch hat ja auch noch mal, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es dann weiterging, aber das vielleicht kannst du mich da gerade noch mal abholen. Also wenn ich jetzt zurückgehe, ich habe das, glaube ich, noch so einigermaßen im Kopf. Ich habe dich darauf angeschrieben, weil ich einfach, wenn ich bei meiner Partnerin oder jetzigen Ex-Partnerin in der Nähe war, dann habe ich immer eine gewisse Enge in mir gespürt, also einen Widerstand. Und das war ja ein Gefühl, was mir mein Körper irgendwo signalisiert hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich meine, ein Widerstand ist ja etwas, da möchte dich der Körper darauf hinweisen. Da ist irgendetwas. Und das ist das, was ich gespürt habe in meinem Körper. Und ich das immer hinterfragt habe, bevor ich dich angeschrieben habe. Und ich das quasi immer über mich her habe gehen lassen und das nie hinterfragt habe, aber irgendwann habe ich gedacht, das so nicht weitergehen, weil das zerfrisst einen einfach seelisch, wenn man das einfach immer auf die Wartebank schiebt und irgendwie glaubt, irgendwie das geht oder so. Nein, das ist ein Zeichen deines Körpers, wo dein Körper rebelliert. Du rebellierst quasi gegen dein Herz. Und wenn du gegen dein Herz rebellierst, zerstörst du dich selbst, zerstörst deine Seele. Und da einfach achtsam zu sein und darauf zu gucken, sich bewusst zu werden, da ist etwas, was da angeschaut werden möchte. Weißt du noch, was der Korn mit dir gemacht hat? Also unmittelbar und dann auch in der Folge? Also der Call hat schon sehr viele also in mir bewegt. Also in dem Sinne, dass ich halt einfach wirklich diese ganze Beziehung, die ich da geführt habe, einfach komplett in Frage gestellt habe. Und ja, ich die aber irgendwie trotzdem noch ja, gewisse Art und Weise weiter geführt habe. Und ja, ich bin da halt einfach irgendwo in einem gewissen Punkt gewesen. Ich war da auch, sage ich ganz offen und ehrlich, in einer Co-Abhängigkeit.
Und ich da einfach nicht raus konnte aus dieser Beziehung, weil ich einfach abhängig war. Und das für mich. Welchen Und Punkt ich warst du da, abhängig? Also wo hast du ich war das realisiert? abhängig davon, dass ich halt einfach ja, finanziell abhängig war und ich da nicht raus konnte, weil ich einfach diese krasse Todesangst mir gespürt habe, so wenn jetzt irgendwie dieses Kartenhaus zusammenfällt, dass ich ja im Endeffekt von nichts sehe, einfach draußen nichts mehr zu haben, ja, kein Dach über dem Kopf zu haben und ich da quasi an diesem alten Konstrukt festgehalten habe, irgendwie diese Sicherheit noch aufrechtzuhalten, weil ja, in der Sicherheit fühlt man sich ja wohl. Das ist die Komfortzone und ja, es ist halt schön gemütlich. Ich habe ja alles, ich habe ja ein Dach über dem Kopf, ich habe ja was zum Essen. Ist ja für alles gesorgt, so, ja. Aber Gleichzeitig war ein Teil von dir total unglücklich und dein Körper hat irgendwie gesagt, nee, das passt nicht. ein Anteil wusste es von mir. Schon lange, schon ziemlich lange. Und ein Anteil hat mir immer wieder diese Geschichte erzählt und das war mein Kopf. Und ich immer nur auf meinen Kopf gespürt, gehört habe und Gefühl, ja, einfach außen vorblassen. Und ja, das hat mich halt hierher geführt. Und dann hat es ja doch nochmal irgendwie ein halbes Jahr gedauert. Also wir haben uns ja dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen, also du hast dich dann dafür entschieden, irgendwie ja doch noch in dieser Beziehung zu bleiben. Und ich meine, ich kenne das ja, wie schwierig das ist, erstmal zu realisieren, okay, was ist das jetzt überhaupt? Tut mir das jetzt gut? Ist das das, was ich will oder nicht? Und dann auch wirklich die Entscheidung zu treffen, dann sich da auch dann rauszubewegen, gerade wenn halt durch die Co-Abhängigkeit viele Abhängigkeiten dann bestehen. Das war ja bei mir letztes Jahr ja auch ähnlich, weil ich ja da auch durch finanzielle Erfahrungen, Extremerfahrungen gegangen bin. Ja, also vom irgendwie hier mal wieder ein Coaching gemacht und dann irgendwie mal entschieden, oh, jetzt möchte ich irgendwie als Straßenmusiker irgendwie leben und oh Scheiße, jetzt habe ich irgendwie kein Geld, um mir eine Übernachtung zu leisten und heute sitze ich jetzt hier auf Madeira mit 12 Handpans um mich rum und kreiere mir Fülle. Also das kann sich ja auch ganz schnell ändern, immer irgendwo und gleichzeitig hängt es natürlich davon ab, wo stehe ich gerade und zu welcher Veränderung bin ich auch bereit. Das heißt, irgendein Teil gab es ja, der hat es schon kapiert und auch in mir gab es einen Teil, der hat gesehen, Mensch, irgendwie ist doch ganz klar, was jetzt irgendwie ansteht. Und trotzdem, ja, war dann nochmal irgendwie ein halbes Jahr Funkstille und irgendwann bist du aber dann auf mich zugekommen und ich glaube, das war, als ich dann die Weihnachtsaktion hatte, wo ich mich dann entschieden hatte, mein Langzeitcoaching-Programm zu bewerben und ein paar ja, Geschenke verteilt habe, Weihnachtsgeschenke. Ja. Magst du die Geschichte erzählen? Ja, also ich bin dann ja, wie gesagt, nach einem halben Jahr bin ich dann wieder zu dir gekommen, weil ich dann einfach wieder diesen Ruf gespürt habe. So, es hat mich dann einfach so sehr irgendwie zersträubt und ja, dieses, ich da halt einfach irgendwo keinen Ausweg gefunden habe und dass ich da einfach festgehangen war in etwas, in einer Beziehung, die ich ja eigentlich so nicht wollte. Also zumindest was den einen Anteil angeht. Und ich da einfach unbedingt wieder ja, zu dir den Weg suchen wollte, weil ich gemerkt habe, wirklich die Impulse, die du mir gegeben hast, dass die sehr, sehr, sehr von wirklich unschätzbarem Wert sind und das einfach richtig unschätzbare Gold Nuggets gewesen sind, die du mir gegeben hast. Und ich kann dir nur sagen, an alle Menschen da draußen, alle, die hier jetzt zuschauen, wir sind nicht alleine. Also es stecken zumindest noch weitere tausend von Menschen in solchen Situationen und ihr braucht euch für sowas nicht schämen. Also es ist, ja, also wenn ich das zeigen kann, wenn ein Manuel es zeigen kann, dann könnt ihr es auch. Also von daher seid nicht allein. Und es ist schlimm. Nur das Ding ist, man muss halt schauen, dass man halt da rausfindet. Und Ja, das das war halt. hat sich ja dann gezeigt, dass das doch eine recht große Herausforderung war. Und wahrscheinlich hättest du selber, Ja. ja, wahrscheinlich wärst wahrscheinlich selber noch länger in dieser Situation geblieben, wenn es dann nicht die Möglichkeit gegeben hätte, mit mir zusammenarbeiten. Wie sind wir dann Oh. zusammengekommen?
zurück zu der Zusammenarbeit. Da ich ja damals, als ich wieder auf dich zukam, in einer, ja, ich sag jetzt mal, in einer finanziell nicht so guten Situation gewesen bin, hast du mir dann dieses Geschenk gemacht. Und also dieses Geschenk war, dass du mir dieses, oh Gott, das ist gar nicht mal, das jetzt noch mal, da musst du mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen. Weihnachtsgeschenk, glaube ich, einen Monat for free oder 2 Monate war Ja, das? ich hatte ja verschiedene, ich hatte verschiedene Sachen ausgeschrieben und der Hauptpreis sozusagen war eine kostenlose Teilnahme 3 Monate in meinem Langzeit-Coaching-Programm, das ich ja dieses Jahr nach langem, ja auch langem Selbstbetrug mir gegenüber, also der toxischen Beziehung, die ich mit mir selber geführt habe, vor mir hergeschoben habe, weil ich habe ja letztes Jahr auch schon Klienten gehabt, mit denen ich zu diesem Thema gearbeitet habe, woraus ja dann letztlich die Selbstbegegnungsgruppe entstanden ist, wo wir ganz viel ja, Selbstbegegnungsarbeit, innere Aufstellungsarbeit gemacht haben. Und eigentlich war ich da schon an dem Punkt, wo ich ein Programm launchen wollte oder eigentlich auch dabei war, das zu tun, Ausstieg aus toxischen Beziehungen. Und da hat sich auch damals jemand committed dazu, der dann auch ein guter Klient geworden ist, wo sich dann weitere ja, Schnittstellen ergeben hat, aber letztlich dieses Langzeit-Coaching-Programm ist dann erst ein Jahr später letztlich daraus entstanden, wo ich dir dann im Rahmen dieser Aktion angeboten hatte, Herr Andreas, ich fühle das total, dass das für dich genau das ist, was es jetzt gerade braucht. Und du warst ja knietief im Mangel drin, also in dieser finanziellen Abhängigkeit, in dieser Beziehung, wo du gemerkt hast, das macht dich nicht glücklich. Und heute kann ich das so sagen, habe ich da natürlich einen großen Teil auch von mir selber gesehen, weil ich ja selbst auch an der Stelle war, wo ich ja mir selbst im Endeffekt also wo ich mir sowas gewünscht hätte. Ich hätte mir das immer gewünscht, dass mich jemand sieht und dass mich jemand unterstützt und mich jemand an die Hand nimmt und mir genau das ermöglicht. Also in der Situation, wo ich es mir selbst nicht wert war. Letztes Jahr habe ich auch so Menschen gehabt, die mich dann unterstützt haben, auch auf diesem Weg. Die mich auf Bühnen eingeladen haben und so weiter, wo ich dann auch meine nächsten Schritte gehen konnte. Aber damals war das offensichtlich etwas, wo ich dir dann, ja, wo ich dich einfach gesehen habe und du hast dieses Geschenk dann, ja, extrem dankbar angenommen und ich bin bis heute froh, dass du, ja, bei mir in der Gruppe bist. Ja, ich bereue keine Sekunde bei dir, Manuel, weil alle Nuggets, alle Impulse, die du mir gibst bis heute, ich kann es, also man kann es wirklich nicht mit Geld gut machen, mit monetärem. Das, was man hier bekommt bei Manuel, das ist einfach so, so wertvoll. Also ich kann nur sagen, wenn ich Manuel oder wenn ich damals nicht dieses Coaching eingestiegen hätte, ich wäre heute immer noch tief, tief in Mangel und tief in einer toxischen Beziehung gefangen, die mich einfach todesunglücklich gemacht hat. Und ja, ich bin einfach unheimlich froh, dass ich ja hier sein darf in diesem Langzeit-Coaching-Programm und einfach immer mehr schauen darf, einfach ja zu mir selbst zu finden. Was möchte ich wirklich im Leben? Was möchte ich mir wirklich kreieren? Wo soll die Reise für mich hingehen? Und trotzdem war Und es ja nicht einfach immer ein so. Spaziergang. Also ich habe dich ja, um das mal so zu sagen, schon auch immer wieder ordentlich rangenommen. Also sprich im Sinne von dir, ja, unbequeme Wahrheiten halt auch gespiegelt. An Ja. einer Stelle kann ich mich auch erinnern, wo ich gesagt habe, also Andreas, irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie weiterarbeiten, also wenn du jetzt mit mir weiterarbeiten möchtest an dieser Stelle, dann kriegst du jetzt von mir die Pflichtlektüre, Symbiose und Autonomie von Franz Ruppert und da sind dann auch noch mal einige Lichter aufgegangen. Wie waren denn so die ersten 3 Monate für dich so vom Einstieg? Juhu, ich habe jetzt dieses Geschenk, ich darf das jetzt in Anspruch nehmen, bis hin zu, okay, krass, jetzt muss ich hier wirklich ins Eingemachte gehen. Ja, du hast mir halt immer wieder irgendwelche Aufgaben gegeben, Pflichtlektüren und ja, ich habe sie eigentlich immer recht schnell umgesetzt, diese Sachen, wie zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, das Buch von Franz Ruppert, ein Psychotraumatherapeut München, der sich mit identitätsorientierter Psychotraumatherapie beschäftigt. Das Buch habe ich, glaube ich, innerhalb von, ich glaube, nicht mal einen Monat, ich glaube, 2 Wochen, 3 Wochen habe ich das wirklich so runtergeschlungen, weil einfach dieses geballte Know-how von Franz Ruppert dort einfach so krass zusammengefasst ist und das einfach mein
komplettes Leben einfach auf den Kopf gestellt hat, weil ich mich da einfach wieder drin erkannt habe, warum mein Leben denn überhaupt so schwer ist, wie es überhaupt ist und warum ich mich einfach in gewissen Beziehungen, warum ich da reingegangen bin, wie jetzt, oder dass ich halt immer wieder diese toxischen Beziehungen angezogen habe. Und diese ganzen narzisstischen Wunden, also dieses Buch hat mich einfach, ja, das hat mich umgehauen auf gut Deutsch. Also das war einfach so positiv, das war wie so ein Schlag wirklich ins Gesicht. Ich habe alles, was ich dort gelesen habe, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe das notiert, ich habe das angestrichen, was mich, mein Leben angeht, weil ich das einfach so wichtig, mich als wichtig habe, weil das einfach mich betrifft, mein Leben, weil es einfach mich einfach, ja, es hat mich einfach widergespiegelt, das ganze Buch. Und einfach, weil es eben mich betroffen hat, habe ich das einfach eben so schnell gelesen, weil es da einfach genau um mich geht, um was möchte ich im Leben, wer möchte ich sein, welche Identität. So, also um diese Themen geht es ja in diesem Buch. Und Du warst ja da das ist gerade noch in der etwas, toxischen Beziehung und es gab ja auch ja. einen Anteil, der hat ja irgendwie noch geglaubt, ja, irgendwie, und dann gehen wir da jetzt einfach gemeinsam irgendwie zum Franz und machen da irgendwie die Arbeit und so weiter. Und ich habe dir schon immer gesagt, ja, das ist alles schön und gut. Ich habe ja letztes Jahr in der Beziehung, in der ich war, ja auch ganz viel Traumaarbeit gemacht, gemeinsam und gleichzeitig gemerkt, hui, also das ist schon eine Nummer, wenn einer Traumarbeit, eine Person in der Beziehung Traumaarbeit macht, aber wenn beide Traumaarbeit machen und dann auch noch in denselben Räumen, ja, da hat so krass im Karton gerappelt, dass einfach jeder mal in seine Ringecke auch zurückgehen muss und erstmal seine eigenen Hausaufgaben machen muss. Also es ist oftmals so eine Idealvorstellung irgendwie, ja, also wir können all diese Wunden in dieser Beziehung heilen. Natürlich ist es so, Bindungstrauma heilt in Bindung. Aber wenn ich natürlich in einer ungesunden Bindung bin und dann die Hoffnung habe, dass jetzt in dieser Bindung alles gut wird, ist es halt meistens erstmal ein Selbstbetrug und damit eine Reinszenierung des Kindheitstraumas. Das durftest du ja dann auch an der Stelle feststellen, spätestens dann, als dann auch noch die Perspektive vom Franz eben reinkam. Das heißt, dass das nicht nur durch meine Stimme sozusagen transportiert wurde. Ich lasse ja dieses ganze Wissen auch in die Arbeit einfließen, aber am Ende des Tages ist es halt auch, ja, wichtig und wertvoll, da andere Perspektiven halt auch mit reinzunehmen. Und damit ergibt sich dann ein realistisches Bild. Und irgendwann waren die 3 Monate ja dann auch um. Das heißt, mag ich dir ja auch nochmal zurückspiegeln, oder ich habe es dir ja schon immer wieder gesagt, aber vielleicht jetzt für die, die auch zuschauen. Also der Andreas war wirklich in der Gruppe derjenige, der. Also du hast das Geschenk bekommen von mir und ich habe das wirklich von Herzen gerne, also bis heute habe ich dieses Geschenk von Herzen gerne dir gegeben. Und ich habe unfassbar viel von dir zurückbekommen, nämlich Wertschätzung, Commitment. Obwohl ja für dich auch jetzt gerade in unserer Zusammenarbeit, habe ich dir auch gesagt, Commitment ist für dich gerade die allergrößte Herausforderung, ja, oder die Aufgabe, committed zu bleiben zu den Actions, die du jetzt, für die du dich entscheidest. Und du warst derjenige, der immer 5 Minuten vorm Call da war. Du hast keinen einzigen Call verpasst. Da war unfassbar hohes Commitment. Und das hat mir natürlich auch das Gefühl gegeben, dass das, ja, dass mein Gefühl richtig war, dass das, ja, dass du das wertzuschätzen weißt. Also für mich wäre das Schlimmste in Anführungszeichen halt gewesen, wenn ich das jetzt jemandem schenke und der kommt dann irgendwie zweimal irgendwie in den 3 Monaten, weil dann ist es halt für den Arsch. Also ich kann halt niemandem helfen, der nicht wirklich auch committed ist, der nicht da ist, der nicht will. Und wie ich es heute ja auch sehe, du schnappst von mir irgendwas auf und irgendwie am nächsten Tag sehe ich von dir irgendeinen Post, wie jetzt kürzlich, wo wir es von den Sportwegen hatten und ich dann zu dir gesagt habe, hier Andreas, ja, dann geh doch mal zum Lamborghini-Händler und setz dich da mal rein. Und am nächsten Tag ist ein Foto in der Gruppe, wo du irgendwie beim Lamborghini-Händler bist und dir dieses Auto anschaust. Just fucking do it. Das ist just fucking do it. Also am Ende des Tages, ja, feiere ich dich dafür auch wirklich unglaublich, weil am Ende geht es um die Umsetzung. Also wir können so viel reden, wie wir wollen, wir können so viel coachen, wie wir wollen. Und es gibt immer wieder Widerstände und es gibt Extraschleifen. Ich meine, die bist du ja auch dann gegangen, weil mit der Beziehung, das war ja auch so ein mehrschrittiger Prozess sozusagen, wo dann doch nochmal die Phase kam, so, nee, jetzt irgendwie, als die 3 Monate dann um waren, hast du gesagt, na, jetzt mache ich mal irgendwie für mich weiter. Dann hast du dich ja dann nochmal für den Umzug entschieden mit der Partnerin.
Und nach der Zeit hast du aber dann auch gemerkt, irgendwie, es wird trotzdem nicht besser. Magst du da noch mal ein Oh. bisschen was, noch ein bisschen was erzählen, bis es dann so an die Stelle kam, wo du quasi jetzt wirklich in dem Commitment, wie wir jetzt arbeiten, ja, quasi gemacht haben? Es war ja so, dass wir, als ich noch in Bayern lebte, ich war ja an einem Job dran, an einem Fitness-Job, also in einem Fitnessstudio. Und ich habe mich da schon echt wirklich gesehen. Nur gab es da irgendwelche Diskrepanzen zwischen mir und dem Geschäftsführer. Ich hatte quasi sozusagen zu der Zeit, als ich dort in diesem Fitnessstudio war, ich habe quasi an der Jobfront gekämpft und einmal an der Beziehungsfront. Und ja, natürlich hat das Ganze einen enormen Einfluss gehabt, das Ganze, also auf das, wie er sich natürlich entschieden hat für mich, der Geschäftsführer, dass er das nicht wollte, weil der hat da einfach irgendwo auch einen gewissen Widerstand gespürt. Und ja, wie das dann halt einfach zustande kam, weiß ich jetzt nicht direkt, warum er sich dagegen entschieden hat. Aber ich Wichtig denke, ist ja da viel kann auch mehr jetzt was. bewerten. Wichtig ist ja viel mehr was für dich letztlich war. Du hast ja gerade erwähnt, also du hast an der Jobfront gekämpft. Das heißt, es war immer wieder das Thema, wo will ich arbeiten, was will ich arbeiten. Dann war ja auch der Wohnort war ein wiederkehrendes Thema. Wo will ich eigentlich leben? Wie will ich leben? Mit wem will ich leben? Das heißt, du hast ja eigentlich an allen Basisthemen eigentlich gleichzeitig gearbeitet. Ja, und dann natürlich hat es nicht stattgefunden. Mir wurde abgesagt und ja, dann sind wir natürlich irgendwie auf die Idee gekommen, irgendwie umzuswitchen und das Ganze natürlich abzureißen hier im Vorfeld. So, wir ziehen einfach mal nach Nordrhein-Westfalen, weil es dort ja grüner ist. Ich sag mal, da kommt ja auch meine Ex-Partnerin her und dort leben ja auch die Eltern von ihr. Und ich mir dann auch diese Geschichte erzählt habe, ja, dort ist es schön gut, die Eltern sind dort, es ist dann ganz gemütlich dort, wenn halt mal was sein sollte, dann können wir zu den Eltern gehen oder halt Kuchen und Kaffee und ja, all diese Geschichten, die man sich dann erzählt, um da halt einfach einen Grund zu finden, um da halt einfach irgendwie hier alles abzureisen. Ich Dabei habe schmunzel ich mich gerade da ein in dem. bisschen, weil ich mich gerade noch daran erinnere, dass dazwischen noch die Phase war, wo noch die Idee war, irgendwie wieder näher zu den Eltern zu ziehen, bevor dann letztlich die Entscheidung ja fiel, dann quasi mit der Partnerin sozusagen. Also im Prinzip war die Entscheidung, zu deiner Familie zu ziehen oder zu ihrer oder in die Nähe ihrer Familie zu Ja, ziehen. Letztlich hast du dich dann dazu also entschieden, in die Nähe ihrer Familie zu ziehen, richtig? genau. Also danke, Manu, dass du mich erinnerst. Ich hatte ja quasi auch zu dem Zeitpunkt eine wirklich tolle Nachricht erhalten von meinem wundervollen Bruder, der mich da natürlich auch irgendwo denn vielleicht jetzt mal gesehen hat und der da auch ein bisschen Art Widerstand oder ich sag jetzt mal ein Unwohlsein meinerseits gespürt hat, also dass ich mich halt quasi irgendwo nicht wohlfühle in der Beziehung, dass ich da irgendwie Kopf herausmache. Und er mir das angeboten hat, dass ich halt in seine Wohnung einziehen kann, weil er aktuell eh nicht diese Wohnung oft betritt und ich da halt einfach gerne sein kann. Ich muss halt dann schauen, dass ich halt dann wieder selbst auf eigene Beine komme. Und ich dann aber auch für mich bemerkt habe, entschieden habe, das Angebot, das klingt zwar super, mega cool, aber ich wäre dann wieder in diesem ganzen Familienumfeld und das hätte wieder einen enormen Einfluss auf meinen weiteren Weg und das wollte ich nicht. Wäre ich wieder in dieser Bubble gewesen und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Dann gehe ich wieder zurück, komplett zurück. Also ich mache dann nicht einen Schritt zurück, sondern dann mache ich 10 Schritte zurück, wenn ich dort zurückziehe, weil dann habe ich mir wieder genau diese selbsterfüllende Prophezeiung manifestiert, dass ich meiner Familie quasi wieder ja, das vorlebe, was sie mir quasi ja immer mein Leben lang erzählt haben, dass ich einfach nie komme. Und ja, dass mir dann halt einfach wieder erzählt wird, ja, ist er wieder der kleine Andi, ist er wieder da, ist er, hat er wieder nichts, hat er, also halt, hat er jetzt alles abgerissen im Vorfeld und jetzt sind wir da bei uns und ich habe quasi deren Wahrheit wieder erfüllt und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und da gehe ich garantiert nicht zurück, weil dieses Szenario war einfach schon für mich vorab gestimmt, dass ich das halt einfach so habe kommen sehen und deshalb habe ich mich dagegen entschieden
Oder hat mich jetzt Gleichzeitig war die wirklich. Verlockung aber auch da. Also wir hatten ja auch da, Verlockung war sehr wo du hoch. erwähnt hattest, wir haben ja auch in der Zeit an dem Thema, glaube ich, auch gearbeitet, wo auch dein Bruder mal vorkam, wo wir auch an ein Thema rangekommen sind, wo du gemerkt hast, dass dir eigentlich die Beziehung mit ihm auf eine gewisse Weise auch wichtig war, aber dass es da halt auch mal eine emotionale Verletzung gab im Kontext mit den Eltern. Ja. Und insofern war das natürlich auch auf dem Tisch und du musstest dann für dich eine Entscheidung treffen, okay, wo möchte ich jetzt eigentlich hin? Und am Ende ging es, um das vielleicht ein bisschen so für die Zuschauer und Zuhörer auch so ein bisschen zusammenzufassen, es ging eigentlich immer über die Zeit wieder darum, rauszufinden, wie willst du es eigentlich? Also nicht, wie will es jetzt das Familienmitglied oder wie will es jetzt da die Partnerin oder wie will es jetzt der Arbeitgeber, sondern wie willst es du eigentlich? Und das war ja auch oder ist ja bis heute auch die allergrößte Herausforderung. Wie würdest du das so beschreiben jetzt vor dem Hinblick Fast Forward? Also du hast dann den Umzug gemacht nach NRW mit der inzwischen Ex-Partnerin, hast dann dort auch die Trennung vollzogen, sitzt jetzt in Mainz bei einer gemeinsamen Freundin, die uns beide schon aufgenommen hat, mich Anfang des Jahres, bevor ich den Jump nach Madeira gemacht habe, auch die erste Besucherin tatsächlich hier auf der Insel schon, die wundervolle Linda, die jetzt gerade dich beherbergt und die zuletzt ja auch mich unterstützt hatte auf diesem Weg. Und am Ende geht's ja, ging es für mich darum, meinen Weg zu finden, wo will ich hin? Ja, und von da aus habe ich den Weg hier nach Madeira gemacht. Und für dich geht es jetzt genauso darum, wo willst du eigentlich hin? Aber du hast ja auch vor ein paar Wochen dann die Entscheidung getroffen, okay, zack, da ist jetzt dieses Angebot. Linda war auch in der Zeit mit in der Gruppe dabei und hat gesagt, hier, Andreas, du kannst kommen und du hast da nicht lang gezögert und hast dann auch diese Entscheidung für dich getroffen. Auch einen Haken unterm Arbeitgeber gemacht, wo du gemerkt hast, ja, das war jetzt irgendwie zwar ganz nett, aber irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wo stehst du jetzt gerade und was hat sich in der Zwischenzeit auch so commitmentmäßig getan, was unsere Zusammenarbeit betrifft? Weil da hat sich ja dann auch noch mal was weiterentwickelt. Wo ich jetzt gerade aktuell stehe, wie meinst du das jetzt? Naja, also gerade jetzt so, wenn wir jetzt schauen, du bist eingestiegen damals, also hast die Begleitung in einem, also wir sind eingestiegen, haben uns kennengelernt über einen gratis Impuls-Call. Hast dann ein paar Runden quasi gedreht, bis du für dich gemerkt hast, okay, mit dem Typen will ich irgendwie, also da geht es irgendwie für mich weiter. Dann habe ich gemerkt, hey, der Typ, der ist super, der braucht das, was ich habe, hat aber gerade das Geld dafür nicht, dem schenke ich jetzt diese Teilnahme und zeitgleich bist du für mich, ja, mein Dream-Client, was das Commitment betrifft, weil du immer da bist, weil du die Dinge umsetzt, weil du das ja wertschätzend an- und aufnimmst. Und wenn, ja, ihr da draußen, wenn ihr hören würdet, was ich vom Andreas manchmal für Nachrichten kriege, und damit meine ich nicht, das ist nicht irgendwie jetzt so Schönfärberei oder Honig ums Maul schmieren oder sowas, sondern das ist wirklich echte Wertschätzung. Also ich fühle das auch in deine Richtung und du kriegst das ja auch regelmäßig von mir zurück. Ich denke, du kannst das so bestätigen. Also das ist so ein Flow, also da fließen ganz viele Sprachnachrichten. Ich würde es fast mal Mini-Podcasts nennen und das, obwohl du ja weiterhin bei mir in den Räumen gefördert bist. Also du hast jetzt aktuell ja das Stipendium für das vierte Quartal von mir bekommen, um eben in der Gruppe weiterzuarbeiten, weil halt das Thema ja finanzielle Freiheit jetzt in dem Kontext von wo wohne ich und wie oder wo arbeite ich natürlich bei dir weiterhin eine Herausforderung ist. Das heißt, die Paarbeziehung hast du quasi überwunden und auch so ein bisschen die familiären Themen, die da dranhängen, obwohl wir an denen ja immer wieder arbeiten in den unterschiedlichen Räumen, die wir haben. Aber das Ganze ist ja oft so tiefgreifend, das ist ja bei mir im Leben nicht anders, dass das halt in alle Lebensbereiche geht. Das heißt, es zieht sich durch die Finanzen, wo langfristig irgendein Mangel aufgebaut wurde, wo ich auch noch ja, Verbindlichkeiten bedienen darf. Und das sich halt auch dann einfach in allen Lebensbereichen zeigt. Also sprich Wohnsituation, Arbeitssituation, jede Art von Beziehung. Ja, wo stehe ich gerade aktuell? Also, wie schon Manuel, wie du schon gesagt hast, die Beziehung, die habe ich hinter mich gebracht. Jetzt aktuell bin ich hier in Mainz und ja, habe hier jetzt eine neue Arbeit begonnen und bin gerade dabei, ja, hier also für mich, mein Leben, ja, selbst zu gestalten, meine eigene Kraft zu kommen und einfach zu schauen, wohin soll die Reise für mich gehen? Und was möchte ich denn überhaupt kreieren in meinem Leben? Was für Beziehungen möchte ich führen? Und welche Menschen soll mich denn umgeben? Welche Menschen soll mich beflügeln? Und
Ja, ich habe mich jetzt, ja, wie gesagt, Manuel, bei dir nochmal committed für weitere 3 Monate. Der Januar wird natürlich das Programm deutlich höher sein, also höher ausfallen. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich schaue jetzt erstmal für die nächsten 3 Monate. Und ab Januar, ich werde alles dafür tun, um auch ab Januar mit dabei zu sein, weil ich einfach diesen Ruf einfach spüre, weil ich möchte ja auch nicht von dir abhängig sein, aber ich spüre einfach, dass diese Zusammenarbeit einfach langfristig ultra viel ausmacht. Also man, es ist eine dieser Selbstbegegnungen, die wir hier machen, die es gibt bei Manuel, die sind eigentlich unheimlich wertvoll, weil das ist aber auch eine Arbeit, also eine langfristige Zusammenarbeit, die man bei Manuel bekommt. Also es bedeutet, man kann jetzt nicht nur eine Selbstbegegnung machen und man glauben irgendwie, ja, jetzt bin ich komplett geheilt von all meinen Themen, von meinen Wunden, von meinen Traumas. Nein, du musst laufend, permanent diese Selbstbegegnungen machen und die darfst du auf gut Deutsch dein Leben lang machen, weil es wird immer wieder irgendwelche Prozesse geben, irgendwelche Themen, die aufkommen. Und ja, deshalb mache ich Da mag ich vielleicht was dazu sagen für die Leute draußen. Also nur zur Klarheit, also in der Selbstbegegnung, das, was wir dort lösen, also der Name heißt ja so, weil du dir dort selbst begegnest. Also da geht es darum, wirklich mich selbst und meine eigene Identität, genau diesen Anteil, der ja in mir oftmals vergraben ist, abgespalten ist durch ja traumatische Erlebnisse im Leben, durch ja Missbrauchserfahrungen, emotional, physisch. Wo ich selbst keinen Raum hatte in meinem Leben und wodurch sich dann auch die eigenen Bedürfniskonflikte und die Abgrenzungsschwierigkeiten entwickelt haben, damit wieder Kontakt aufzunehmen. Das, was du dir in der einzelnen Arbeit anschaust, ist in dieser Arbeit für das, was dort möglich ist, gelöst und bleibt dir auch. Das heißt, das kann dir niemand mehr nehmen. Das ist jetzt nicht wie wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe und wenn ich das gegen die Wand fahre, dann ist es kaputt und dann ist es wieder weg. Jetzt ein Geld, das ich jetzt irgendwie verdiene, wenn das morgen durch Inflation nichts mehr wert ist oder weil ich es irgendwie verbrenne oder verliere, dann ist es auch weg, sondern das, was du dort erarbeitest, das bleibt dir für immer. Aber es ist natürlich auch so, wie so ein, ich bringe immer dieses Beispiel, wenn du jetzt irgendwie eine Weihnachtsgans im Ofen hast, dann stichst du da halt mit dem Temperatursensor rein und je nachdem, wo der Sensor halt ist, kriegst du halt eine andere Temperatur und du machst halt verschiedene Stichproben in diesen Braten, um rauszufinden, okay, ist das Ding jetzt wirklich durch oder ist es jetzt nur die Füllung, die gerade noch kalt ist? Und so ist es bei dieser Art von Arbeit auch. Und über die Zeit, je länger dieser, wenn wir bei diesem Bild mit dem Braten bleiben, je länger der im Ofen ist, desto brauner und röscher und heißer wird er natürlich auch. Und irgendwann muss ich dann halt einfach mal gucken, wann ich den dann auch mal rausnehme. So ist es natürlich auch bei dieser Arbeit. Also da braucht es auch immer wieder Pausen, Integrationszeiten. Kannst nicht permanent nur von einer Selbstbegegnung zur nächsten laufen, sondern du brauchst einfach auch Zeit, das im Leben umzusetzen, weil die Effekte, die dadurch entstehen, langfristig sind, weil auf einmal Dinge, die du bisher für ja unveränderlich gehalten hast oder wo du gar nicht gecheckt hast, dass da eigentlich eine Verstrickung ist, also eine koabhängige Beziehung oder irgendwo eine Hoffnung des inneren Kindes, irgendetwas in der Beziehung mit einer bestimmten Partnerin oder in der Familie zu finden, was es da gar nicht gibt. Diese Illusionen lösen sich dann dadurch auf, aber es braucht natürlich dann auch ein Stückchen Zeit, dass sich das dann auch im Außen natürlich dann auch verändern kann. Und du bist jetzt gerade auch in dieser Veränderungsphase. Und suchst auch gerade eine Wohnung. Dann, wo suchst du denn? Also, falls jetzt jemand zuschaut, der sagt: Mensch, der Andreas, ey, das ist ein super Typ, für den habe ich was. Was wünschst du dir denn? Also, wonach suchst du? Wenn jetzt jemand zuschaut, der dir was anbietet, wobei würdest du Hell yes schreien? Würde hell yes schreien, wenn es eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist in Mainz oder um Mainz herum, weil ich diese Stadt einfach unheimlich liebe, seitdem ich hier leben darf. Super schöne Stadt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Der Rhein ist wunderschön. Ja, am besten zwei Zimmer mit einem Balkon. Das wäre super. Ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Schönes Bad mit, ja, am besten, also ich liebe es, wenn es saniert ist, das Bad. Und ja, natürlich eine Einbauküche und vielleicht schon möbliert. Das wäre natürlich auch cool. Einfach nur einziehen und ja, Sachen abstellen. Das wäre natürlich das Meiste für mich. Keine große Arbeit reinstecken. Lieber Altbau oder lieber Neubau? Sowohl als auch. Also Okay.
Altbau oder Neubau ist eigentlich beides. Auch Altbau, wo die Wohnungen von innen aus heraus natürlich schon richtig gut neu gemacht worden sind, saniert worden sind. Das gibt es ja auch. Bei Neubauten ist natürlich nun mal das der Zeitzeit nun mal eine Schippe drauf. Aber es kann natürlich auch gerne Neubau sein, also oder halt Altbau, wie gesagt. Also Ab wann beides. suchst du? Ich suche schon, also ab zu wann? Zum 1.10. am liebsten. Das wäre für mich das Beste. Also ab sofort quasi. Ab sofort kann man sagen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen gibt, der da auch vielleicht jemanden kennt, der Wohnungen vermietet zum 1.10. hier in Mainz. Ja, das würde mich unheimlich freuen und würde mir unheimlich helfen. Kommt auch Umkreis in Frage? Also ich denke gerade irgendwie an Wiesbaden, Frankfurt oder ist das schon zu weit weg? Umkreis könnte, dürfte auch sein, Frankfurt. Nee, Ja, nee, es kommt komm. auch darauf an. Frankfurt natürlich in der ruhigen Gegend, wenn es ein bisschen grünlicher wird, sage ich gerne mal ja. Also natürlich, um es anzuschauen, zu besichtigen und mich halt einfach reinzuspüren, reinzufühlen, wenn ich da durchlaufe, was macht es mit mir, wenn ich da reingehe, fühlt sich das an in der Wohnung, aber nicht wirklich in dieser richtig lauten City Frankfurt, weil ich sehe es und höre es jeden Tag, wenn ich da bin, wenn ich auf Arbeit bin. Also Also du wünschst dir was diese Ruhiges. Reizüberflutung, das ist für mich No-Go. Also das kann ich nicht. Also das bin ich nicht. Bin ich dieser City-Mensch, der sich dann ja, der über den Dächern über Frankfurt lebt. Also Das lieber bin was ich. Ruhiges dann mit Blick ins Grüne. Was Ruhiges, ein bisschen ja, was Ruhiges mit einem Blick ins Grüne. Und damit wäre ich definitiv happy. Was schätzt du denn an unserer Zusammenarbeit oder jetzt in dieser Zeit, wo wir vielleicht gerade jetzt mit Blick auf dieses Jahr so diesen Weg gemeinsam gehen am meisten? Was ist dir so hängen geblieben, wo du sagst, also das sind echt so Momente, wo ich sage, wow, bin ich unfassbar dankbar, dass ich das erleben durfte? Also ich fange es jetzt mal an bei den Selbstbegegnungen und allein schon, dass ich da einfach durch dich, durch dadurch, dass ich mit meinen Anteilen mir selbst begegne, ich da einfach immer mehr mich selbst spüren darf und einfach die Emotionen, die Gefühle, die da teilweise schon jahrelang unterdrückt worden sind von mir, die einfach wieder zu spüren, die wieder zu integrieren in meinem Körper und die nicht abhalten. Das ist etwas, was ich unheimlich wertschätze und das ist einfach unheimlich von unschätzbarem Wert, also langfristig gesehen. Das ist etwas, was wirklich sehr viel in mir bewegt hat und deine Impulse, Manuel, muss ich dir sagen, die du mir immer wieder gibst, wie zum Beispiel ja, mit diesem Thema, ich glaube, das hatten wir auch letztens mit dem, mit der Selbstbegegnung, das Thema Ich und Schwere. Ganze Schwere in meinem Leben. Ja, dass du das dann irgendwie mit dem Fitness verglichen hast, dass ich die Kraft bin, dass ich die treibende Kraft bin. Ja, also wie du das halt verglichen hast, Schwere, die Schwere in meinem Leben mit den schweren Gewichten aus dem Fitness. Du bist quasi so kraftvoll, dass ich einfach die Schwere in meinem Leben heben kann und dass ich einfach, ja, ich bin, ja, einfach, dass ich fucking kraftvoll bin. Also ich habe einfach enorm viel Power, Kraft, Energie in mir und ja, dass ich diese Schwere heben kann, wie du das halt verglichen hast, du mir den Impuls gegeben hast. Ich dachte mir so, was für ein geiler Typ. Ja, Wie Andreas, du komme bist auch ein komm geiler ich? Typ und das genau ist es, nämlich you can do what I can do. Ja, Du ich kannst, habe was ich kann. diesen Impuls gehört und ich dachte mir so, wie aus dieser Perspektive kann man das sehen? Also, ich habe, also mein wirklich, ich habe das, als ich das gehört habe, ich dachte mir,
Wie kann man das so erkennen aus dieser Perspektive, aus dieser Metaperspektive? Ich habe einfach mein Gehör, ich habe das einfach, im ersten Moment wollte ich das nicht hören, weil ich mir gedacht habe, warte mal, das habe ich jetzt gerade überhört, so, weil ich das irgendwie nicht wahrhaben konnte, so, weil ich das, so wie du das halt gesehen hast, einfach noch nie aus meinem Leben, aus meiner Perspektive gesehen habe, so. Und das einfach unheimlicher Golden Nugget für mich war. Und ich das einfach gefeiert habe, diesen Impuls. Es war nur ein Impuls und ich habe es einfach unheimlich gefeiert und unheimlich wertgeschätzt bei dir, weil das einfach so viel Wege bewegt hat und ja. Gibt es einen Moment, Andreas, wo du mich am liebsten auf den Mond geschossen hättest mit irgendetwas, was ich konfrontiert habe? Nö. Also ich habe schon sehr viel Kritik in meinem Leben erfahren. Ich bin ja auch immer gerne, ja, wenn mir Leute Kritik gespiegelt haben, bin ich auch gerne jemand gewesen, Kritik nicht anzunehmen. Es kommt immer darauf an, wie man eine Kritik annimmt, ob es wirklich konstruktiv ist. Und manchmal bin ich halt gerne mit meinem Ego dagegen gegangen, was ja auch völlig normal ist. Jeder hat sein Ego, das ist völlig normal, Die das ist Aufgabe des menschlich. Egos, genau. Genau, und bei dir, ich weiß nicht, egal was du mir gesagt hast, egal was du mir für eine Schein gegeben hast, wie du mich wachgerüttelt hast, ich habe immer gedacht, nur diese radikale Ehrlichkeit, die kann mich weiterbringen in meinem Leben. Weil es bringt ja nichts als Coach, mich zu belügen und mir irgendetwas vorzuheucheln, wird mich weiterbringen. Und lieber bist du ehrlich und knallhart zu mir, weil das andere bringt mich nicht weiter. Was möchte ich von jemandem, von dem Coach, der mir etwas erzählt, was eigentlich nicht stimmt, so. Also deshalb lieber in die Wunde drücken und schauen, dahin zu gucken und schau mal, da geht's lang, da geht's weiter, guck da mal hin. Hast du dich Als irgendwann wenn mal ich von jemand. mir irgendwie kritisiert, bewertet gefühlt im Sinne von dich nicht richtig gesehen? Ist irgendwas, wo du irgendwie gedacht hast, nee, da tut er mir jetzt Unrecht? Also fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Also ich glaube, dass wir beide schon ziemlich, also auf einer gewissen Art Augenhöhe sind. Also da ist einfach unheimlich viel Respekt, unheimlich viel Wertschätzung da. Und ich glaube, dadurch, dass wir dieses Verhältnis miteinander haben, und auch dass jeder auch so seinen Space hat, ja, so dass man halt einfach nicht über die Grenzen der anderen geht. Dass man das halt auch sieht, dass man das, ja, dass man halt einfach nicht also die Grenzen der anderen einfach überschreitet. Dass wir halt einfach das beide wertschätzen und ja, dadurch, dass halt einfach keine Diskrepanzen zwischen uns entstehen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wann wir uns irgendwie einmal in dieser ganzen Zeit irgendwie voll in die Haare bekommen haben. Ja, also ich auch nicht. Ich frage nur so, weil das halt vielleicht so Punkte sind, was sich vielleicht Menschen da draußen fragen, weil ja letztlich die Arbeit, die wir machen, halt einfach super tief geht. Also ich meine, du kannst mit mir eine Schnorcheltour machen, wo wir mal irgendwie so ein bisschen unter das Wasser gucken. Wir können auch mal irgendwie die Atemmaske irgendwie aufsetzen und mal runter zu den Korallen tauchen. Aber wo halt die richtig großen, langfristigen Lösungen liegen, ist halt, wenn wir quasi halt runter in den Marianengraben tauchen und das braucht halt entsprechendes Training oder vielleicht auch mal ohne Atemmaske mal üben, irgendwie die Luft länger anzuhalten und dann mal runterzugehen und die Angst zu überwinden, dass wir da wohlbehalten wieder hochkommen. Und das sind natürlich Momente, wo dann halt auch die Trauma-Überlebensprogramme dann aktiv werden und die dann vielleicht mal sagen, nee, nee, Spatzel, also da gehen wir mal lieber nicht hin, weil das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Wollten andere schon mit mir hin und ich habe mich dann verletzt oder nicht gesehen gefühlt oder so. Und das ist ja das, was dann wir unbewusst ja versuchen zu vermeiden, aber was ja dann dafür sorgt, dass wir immer wieder ähnliche Situationen erleben. Das ist letztlich ja auch das, was die Arbeit, die ich mache, überhaupt erst ermöglicht. Also ich könnte das nicht tun, wenn es da ein Misstrauen gäbe. Und selbst wenn das mal hochkäme, was natürlich schon mal passieren kann, wenn wir tief tauchen, weil natürlich in so einer Selbstbegebung gehe ich ja auch in Rollen. Das heißt, wenn ich dort zum Beispiel
irgendein, was weiß ich, dein Vater repräsentiere und es dann eine Situation ist, wo irgendwie eine Gewaltausübung war, dann kann natürlich schon sein, dass diese Projektion dann irgendwann auch mal draufhängt und irgendwo an einer anderen Stelle sich nochmal einmischt. Aber de facto geht es dann eben darum, die Tools an der Hand zu haben, das in Kontakt zu bringen und zu sagen, hey du, irgendwie, das hat sich da für mich irgendwie nicht gut angefühlt. Hast du das Gefühl, dass da, ja, du von mir oder in den Räumen, in denen wir arbeiten, irgendwie die wichtigsten Tools an die Hand kriegst, um ja, dich sicher zu fühlen und damit gesunde Beziehungen zu entwickeln? Oder würdest du da irgendwas dir anders wünschen? Also ich frage jetzt bewusst, also ich möchte die Frage offen lassen, weil es kann ja sein, dass es irgendwas gibt, wo wir bisher noch nicht drüber gesprochen haben. Also ich muss sagen, ich fühle mich unheimlich wohl und unheimlich sicher in deinen Räumen. Du hast ein so feines Gespür und weißt immer wirklich genau die richtigen Knöpfe zu drücken. Ich kann mich einfach unheimlich fallen lassen bei dir. Also egal, was ich für ein Thema habe, ich kann mich damit zeigen bei dir und ich fühle mich einfach sicher. Ich kann mich einfach fallen lassen. Also das ist so nicht. Sag, oh, das, mit dem kann ich mich jetzt nicht zeigen, mit dem Thema, geht gar nicht, sondern dafür ist ja dieses Langzeit-Coaching-Programm da, dafür, dass wir uns halt einfach zeigen mit den Themen, die uns einfach beschäftigen, weil es hat ja jeder Themen da draußen und meisten wissen ja nicht, wie sie damit umzugehen haben und wissen sie nicht, mit wem sie dafür überhaupt sprechen können und hier in dieser Gruppe mit dir kann man sich dir einfach gegenüber öffnen und du bist halt einfach super einfühlsam, empathisch und ja, also man kann sich einfach unheimlich bei dir geborgen fühlen und fallen lassen. Das Gefühl bekomme ich bei dir auf jeden Fall. Ja, das kann ich nur so zurückgeben, Andreas. Also ich meine, auch wenn ich jetzt der Raumhalter in den Räumen bin, die du betrittst, in aller Regel, aber du kennst ja auch die anderen Mitglieder aus unserer Gruppe und wir haben ja einen Teilnehmer, der macht ja eine Ausbildung, wo er auch lernt, die Räume so zu halten für die Selbstbegegnungen. Und ich hatte ja letztens ein Thema, wo ich gesagt habe, hey, ich würde mir wünschen, dort mal mein Thema reinzubringen, weil es für mich halt auch Ja. super wichtig ist, mich selbst immer wieder verletzlich zu zeigen mit meinen eigenen Themen. Also ich möchte nicht diese Position einnehmen. Ich bin jetzt der Coach, der alles weiß und alle anderen Schäfchen, die sind irgendwo drunter und müssen mir jetzt da irgendwie huldigen, sondern es geht darum, ich bin einer von euch. Also ich habe auch meine Themen und ich kann immer nur so tief tauchen, wie ich selber mit meinen eigenen Themen war. Und gleichzeitig liegen da natürlich auch die eigenen Begrenzungen. Also ich kann immer nur ja, die Räume halten, wo ich selber halt auch schon gelernt habe, mit diesen Themen umzugehen. Und deswegen, ja, mag ich auch an der Stelle sagen, für mich ist das auch eine große, also es klingt vielleicht jetzt so einfach, weil ich schon so viele Interviews gemacht habe und so weiter, aber für mich, diese Momente auszuhalten, wenn ich da sitze und ich dir die Frage stelle, was du an mir schätzt oder an den Räumen und diese Wertschätzung, dieses Lob wirklich jetzt auch in diesem Live-Kontext mit dem Wissen, das sehen jetzt andere Menschen. Auszuhalten im Sinne von das zuzulassen, zu empfangen, ist für mich eine Nummer, weil ich es halt auch immer wieder ge ich gewohnt war oder kenne aus meinem Leben so, ja, bloß nicht zu sehr irgendwie sich nicht zu wichtig nehmen, sich nicht zu viel zuzugestehen, sich nicht zu viel zu erlauben, immer lieber ein bisschen, naja, und ist ja nichts Besonderes. Und klar ist es immer so, dass wenn ich sage, na, ich habe ja nichts gemacht, das sind eigentlich genau die Momente, in denen der Zauber passiert im Coaching, so, ups, ach, da war was. Aber es geht natürlich darum, damit auch bewusst zu arbeiten. Was ich damit sagen möchte, ist, auch ich darf das lernen, mir diese Größe einzugestehen. Und deswegen habe ich jetzt ja auch seit kurzem einen Coach, der mich begleitet, wo ich lerne, in den Räumen mir selbst zu erlauben, meine eigene Größe mehr zu leben. Und das, was du quasi in meinen Räumen, ja, wo du reinwächst in die Schuhe, die du, ja, die auf dich warten sozusagen, das darf ich lernen in diesen Räumen. Und deswegen, ja, ist mir das ein großes Herzensanliegen, auch mit dir heute dieses Gespräch zu führen, weil ich weiß ja, wie viel Wertschätzung da fließt. Und ich habe manchmal immer noch Momente, wo ich denke so, boah, krass, da kommt jetzt schon wieder so viel Wertschätzung. Und jetzt weiß ich ja, von wem die kommt und die fließt ja auch zurück in deine Richtung. Und trotzdem ist es immer noch so ein Ding so, ja, da ist halt diese Energie und das ist super wertvoll und das ist was, was Menschen ja sehen dürfen, womit ich mich zeigen darf und womit ich mir auch wünsche, dass Menschen dich sehen, weil du bist ja auch auf diesem Weg rauszufinden, okay,
willst denn du eigentlich machen? Du hast jetzt den Job angenommen, um ja wieder mehr Stabilität auch in deinem Leben zu bekommen. Aber ich stelle mir vor, dass es da ja andere Fähigkeiten und Interessen und Talente gibt, die du weiterentwickeln möchtest, die sich vielleicht irgendwie auch im Kontext von Sport irgendwie zeigen, Körperbewusstsein oder, wie ich immer sage, you can do what I can do, du kannst, was ich kann, Menschen tief sehen, Menschen tief spiegeln und ihnen Dinge ja vor Augen halten, die sie selbst gerade nicht sehen können, aber die sie sehen dürfen, weil genau da geht es weiter und da gehört auch Wertschätzung dazu. Und dafür mag ich dir danken, Andreas, weil das ist für mich letztlich das, ja, irgendwo das Futter in unserer Beziehung. Und deswegen habe ich dich gerne, ja, in dieser Gruppe dabei. Also ich kann mir das im Moment auch gar nicht ohne dich vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, weil mir es einfach Spaß Oh, macht. danke. Es macht mir einfach Spaß und Freude. Und da mag ich vielleicht auch für die Menschen draußen auch nochmal sagen, also gerade wo ich jetzt auch mit so großen Preisen da draußen rummarschiere und so und wieder zurück zu einer Identität finde, die ich vor, ja, 3, 4 Jahren, der ich da schon begegnet bin, als ich mit großen Preisen gespielt habe, als ich in mein Coaching gegangen bin, da laufen auch gerade ganz viele Fäden zu gemeinsamen Mentoren und so weiter zusammen. Daraus ist mein erster Coaching-Klient, der entstanden, der sich fünfstellig committed hat, der ein Crowdfunding gemacht hat, ähnlich wie die Linda jetzt für ihre Jurte, der damals ein Projekt hatte, das auch fünfstellig finanziert wurde, wo dann easy dieser Coaching-Betrag dann auch mal refinanziert wurde. Also Menschen, die mit mir diese Räume gestalten, kreieren sich auch dieses Geld wieder. Also das, was ich jetzt lerne in dem Coaching mit Max, das ist ja auch das, was ich hier in diesen Räumen weitergebe. Das heißt, wenn ich zu dir sage, you can do what I can do, dann ist das nicht ein Spruch, sondern dann meine ich das. Die Frage ist halt, willst du das? In welcher Form willst du das? Wie sieht das genau für dich aus? Ich habe dir vorher auch noch einen Podcast von den beiden ja weitergeleitet, den ich mir vorher Habe ich noch schon beim gehört. angehört habe, wo es auch genau darum ging, eben um diese eigene Identität und diese eigene Größe irgendwie auch zu leben. Also das ist ein ganz großer Prozess. Und warum ich das gerade nochmal so betone an der Stelle, weil mir einfach super wichtig ist, auch jetzt, ja, aus dem Interview mit dir, jetzt ist auch hier mein Licht ausgegangen, nochmal zu betonen, dass es, also der Geldbetrag, mit dem ein Raum aufgeladen ist, ist einfach ein weiterer Faktor, der mit in das Commitment reinspielt. Aber es ist halt auch nur ein Faktor. Es ist nicht der ultimative Faktor. Also ich erzähle in meinem 88K-Raum das gleiche wie in meinem 100-Euro-Raum oder in einem kostenlosen Impuls-Call. Das ist nicht irgendwie, ich mache da nichts anderes. Also mir ist es heute auch in den Räumen von Max und Karma aufgefallen, wenn ich da einen kostenlosen Podcast höre, da erzählen die das Gleiche wie, wie in einem, in irgendeinem Programm, in dem ich dabei bin oder in irgendeinem Coaching. Es wiederholt sich halt und der Zugang ist halt vielleicht jeweils ein anderer, beziehungsweise mein Commitment. Wenn ich natürlich mich committe in dieses Programm, dann habe ich dann messe ich dem Ganzen einen höheren Wert bei. Und was ich bei dir halt merke, ist, dass dieser Wert auf dieser emotionalen Ebene einfach da ist, weil du spürst, was da für dich drinsteckt. Und deswegen, ja, bin ich so unglaublich dankbar, dich ja auf dieser Reise begleiten zu dürfen. Und ja, ich weiß gar nicht, was es an der Stelle noch, was es da an der Stelle noch zu ergänzen gibt. Fällt dir noch irgendwas ein, Andreas, was dir noch besonders wichtig ist, wo du denkst, also das, was ich da erlebe in den Räumen oder was sich bei mir in meinem Leben verändert hat, ist unbedingt was, was mir wichtig ist, was die Menschen da draußen erfahren sollten oder vielleicht auch so rückblickend. Hättest du gedacht, als wir uns vor 1,5, 2 Jahren wieder begegnet sind, dass du ja so viel verändern würdest in deinem Leben, in diesem Kontakt? Oder so einen Weg hinlegen würdest? Oder auch die Veränderung überhaupt zulassen würdest? Also dadurch, dass ich ja jetzt hier in diesem Coaching arbeiten darf, kommt es ja dazu, dass ich mein Leben ja komplett jetzt auf links gegeben habe, dass ich mich für mich entschieden habe, für mich committed habe und einfach ja mein Leben gerade um 180 Grad drehe, dass ich einfach für mich einstehe und einfach meinen Weg gehe und einfach nicht mehr nur so irgendwo mitschwimme und ja, weil ich mich halt irgendwo anpassen möchte, ja, ist halt eine Beziehung, macht man so, lebt man so, aber das ist nicht das, was ich möchte, so und
meinen Arsch drauf verwetten, wenn ich hier nicht drin wäre, Manuel. Ohne dich, ich wäre noch in dieser Beziehung. Ich wäre heute noch in dieser Beziehung, weil ich hätte diesen krassen Spiegel, den du mir gegeben hast damals, diese Impulse, wenn du mir den nicht diesen Spiegel vorgehalten hättest, ich wäre heute immer noch da drin und würde wahrscheinlich immer noch wahrscheinlich die fünfte, sechste, siebte, achte Excel-Runde drehen und würde mich fragen, ja, wann geht's denn letztendlich mal weiter so? Wann wird's denn besser? Aber jetzt, genau, gerade jetzt wird es nicht besser, weil ich gerade quasi nach meinem Gefühl lebe, nach meinem, das, was ich mir, ja, was ich kreieren möchte und ein Leben einfach ja, in Leichtigkeit, in finanzieller Fülle und ein Leben zu führen, was einfach nach einer Lüge irgendwie quasi aufgebaut ist, dann irgendwann wieder zusammenbricht, wie so ein Kartenhaus. Mir einfach selbst treu zu bleiben, meinem Herzen zu folgen und ja, einfach, ja, ich zu sein und ich einfach mit meinen Sachen, mit meinen Themenwunden, mit meinen Traumas einfach so sein darf, natürlich daran zu arbeiten. Und ja, bei dir einfach die geilsten Voraussetzungen sind, die beste Version zu werden, weil ich kaufe ja im Endeffekt das, was ich bei dir bekomme, auf die beste Version von mir selbst. Was würde der Zukunfts-Andreas, was würde der zu dem heutigen Andreas, der jetzt gerade in diesem Call sitzt, sagen, sagen wir mal 5 Jahre voraus, wenn der zurückblickt auf diesen Moment, was würde der dir jetzt gerade sagen? Der würde sagen, oh je, was hast du dir damals für einen Mangel kreiert, finanziell gesehen, und was für toxische Beziehungen hast du denn geführt, die du nicht wolltest? Und der würde einfach lachen und würde sagen, so, okay, all das hast du gebraucht, um einfach, ja, heute hier zu stehen, wo du stehst. Und weil ohne diese ganzen Erfahrungen wärst du ja heute nicht hier und wärst du nicht der, der du heute bist. Und ohne diesen Sport zum Beispiel, ja, ich treibe schon seit gefühlt ungefähr knapp 20 Jahren, führe ich meinen Kraftsport durch. Und das ist einfach mit einer puren Disziplin. Also, das ist so, wenn du mich aus dem Schlaf reißt, ja, dann bin ich doch sofort, bin ich on point, weißt du? Und das ist das, was ich halt einfach, diese 20 Jahre Kraftsport, die haben einfach was mit mir gemacht. Ja, also wie schon gesagt, die Schwere in meinem ganzen Leben, ich habe sie ausgehalten und dadurch mit diesem Sport einfach wieder zu mir selbst gefunden, um einfach, ja, mich einfach in eine gute Energie zu bringen durch den Sport. Ich tue einfach das, was mir gut tut, was wo ich mich nach dem Sport einfach richtig in einer guten Energie befinde und ja, das auch ein großes Bedürfnis von mir ist. Einfach gehe nach dem Sport noch in die Sauna und ich fühle mich danach einfach wie neu geboren. Und das macht was mit mir, kopftechnisch, mental. Ich arbeite viel beim Sport und ja, wenn ich den Sport nicht angefangen hätte damals, dann wäre ich heute nicht der, der ich heute bin. Andreas, ich glaube, wir haben eine große Runde gedreht. Ich mag Danke sagen, dass du dich ja so nackt und authentisch gezeigt hast. Und vielleicht hast du gerade noch mal Lust, am Schluss noch mal deine Kraft zu zeigen. Du bist echt ein geiler Typ und ich danke dir so unglaublich, dass du mit mir Danke. gemeinsam diesen Raum heute gestaltet hast, dass du mit mir auf dieser Reise bist, dass du bist, wie du bist, dass du so authentisch bist, dass wir uns ja damals nach unserer ersten Begegnung, ja, dass du auf mich zugekommen bist, dass ich auch die Chance hatte, meine Schublade nochmal zu überprüfen. Also es war bei mir immer so ein Spruch, Schubladen sind dazu da, um ja, später Wieder nochmal aufzumachen. reinzugucken, ja, nochmal reinzugucken und zu schauen, passt es wirklich in diese Schublade? Weil ich selber in so einem Familiensystem aufgewachsen bin, da war ein ganz krasses Schubladendenken und da hat alles irgendwo reingepasst und ich habe eigentlich immer alle Schubladen durchgeguckt und immer geguckt, hey, gehört es da wirklich rein? Und gleichzeitig habe ich auch meine Schubladen.
So, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich dich ja so kennenlernen darf, wie ich dich heute kennenlernen darf, Andreas, weil ja, so stelle ich mir vor, in diesen Räumen gemeinsam zu kreieren, weil das ist das, wofür ich das tue. Also mir macht es einfach unglaublich viel Spaß zu sehen, wie sich Menschen ja aus scheinbar ausweglosen Situationen, toxischen Beziehungen, ja, unklaren Situationen, was Wohnungssituation betrifft, Arbeit, Geld und so weiter, rauszubewegen. Auch wenn es natürlich mal zäh ist und auch wenn ich natürlich auch schon Momente hatte, wo ich jetzt dich am liebsten gepackt hätte und irgendwie mal auf den Kopf gedreht und mal geschüttelt und sagt, hier, Andreas, schau doch mal und so. So, und das sind ja aber auch die Momente, wo ich dann bei mir wieder hinspüren durfte, okay, was braucht es noch? Wo braucht es vielleicht nochmal Zeit, nochmal einen anderen Blickwinkel, nochmal, ja, was auch immer, um ja, diese Entwicklung zu fördern. Und das ist das Schöne für mich, das zu sehen, wie sich's weiterentwickeln. Deswegen danke ich dir. Ja, für dein Vertrauen, für dein Commitment, für dieses Gespräch heute Abend. Danke, dass du dich so zeigst und für alle da draußen, die heute zugeschaut haben, wenn ihr Andreas weiterhelfen wollt, wenn ihr Lust habt, so einen coolen Typen bei euch im Haus oder in der Nähe aufzunehmen, weil er da was kennt, dann ja, meldet euch bei uns oder bei ihm. Ich werde Andreas dann noch verlinken in dem Facebook-Beitrag. Und ja. Ich sage danke fürs Zuschauen, Andreas, danke fürs Dasein und genau, let's just fucking do it. Anything is possible. Anything is possible, genau. Du hast das Ja, zu Schlusswort, deinem, Andreas. genau, zu deinem Schubladendenken, ja, weil wenn du bedenkst, damals, als was du mich eingeschätzt hattest, als den oberflächlichen Schönling und arrogant, ich weiß nicht, ob es arrogant noch, ob das noch mit drin war, aber Bestimmt, im Zweifelsfall ja. du hattest niemals gedacht, ja, dass ich mich so ehrlich, offen und authentisch mal zeigen kann. Ja. Mit all meinen Gefühlen, mit all meinen Wunden. Ja, da hast du natürlich schon ein bisschen blöd aus der Wäsche geschaut. Ja, da durfte ich halt auch Ja. nochmal eine ganz neue Seite kennenlernen. Dafür bin ich super dankbar, dass du die mir auch gezeigt hast, vor allem. Also, das ist ja auch ein riesengroßes Geschenk. Also, das ist dein Geschenk an die Welt da draußen, dass die Menschen dich so erleben dürfen, weil du bist halt nicht der oberflächliche Schönling, der irgendwie unerreichbar ist, sondern du bist ein Mensch, ja, der auf sein Äußeres Acht gibt, aber auch einen unfassbar, ja, emotionalen Tiefgang hat. Und genau daran arbeiten wir ja auch in unseren Räumen. Mein Lieber, dann sage ich danke euch da draußen fürs Zuschauen und genau, wir bleiben noch kurz in dem Raum, während ich hier euch da draußen mal ausklinke. Ciao, ciao.